So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich möchte ein kurzes Statement abgeben, weil ich habe ausnahmsweise mal ein Video auf privat geschaltet. Das ist jetzt bisher sehr selten vorgekommen, dass ich mal was wieder runternehmen musste, nachdem es mal öffentlich gewesen ist. Dafür gibt es jetzt eine Reihe von Gründen. Kurz, worum handelt es sich? Für diejenigen, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, ich denke, die allermeisten werden es mitbekommen haben. Ich habe mich ein wenig aufgeregt über die Behandlung, die mir bzw. uns, die wir in einem Trekking-Camp, dem Camp Gutelbach, heißt das so, ich glaube, so hieß es, haben wir eine Nacht verbracht und wurden vom Platzwart meiner und unserer Meinung nach sehr, sehr unangemessen behandelt, vorsichtig ausgedrückt. Insbesondere, um nochmal ganz kurz auf die Sachlage einzugehen, war ich nicht damit einverstanden, fachlich mit vielem nicht einverstanden, was er gesagt hat. Zweitens ging es dann um solche Sächelchen, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, unter Generalverdacht zu stehen. Ich zähle es mal wirklich schnell auf, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Das Klohäuschen war versperrt, als wir ankamen. Hätten wir aufs Klo gemüsst, als wir ankamen, hätten wir nicht aufs Klo gekonnt und hätten in den Wald machen müssen. So, das ist nicht der Sinn der Sache und das soll bei diesen Camps anders ablaufen, weil das Klo ist Bestandteil des Vertrags, den man quasi da eingeht, wenn man dieses Camp bucht. Man bekommt ein Klo, eine Feuerstelle und einen Zeltplatz. Das sind so die drei wesentlichen Komponenten. Und ich halte das Klo schon durchaus für eine wesentliche Komponente. Das war also nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. So, dann des Weiteren war ein Weg abgesperrt mit der Begründung, es handelt sich um ein Privatgrundstück, betreten verboten. Das ist nicht zulässig, man kann nicht einfach einen Wald absperren, selbst wenn es ein Privatgrundstück ist. Selbst wenn einem der Wald selbst gehört, kann man den Wald nicht absperren. Man braucht die Genehmigung der Forstbehörde oder einen guten sachlichen Grund, und der lag hier nicht vor, um ein Waldstück sperren zu können, ja. Das Betreten des Waldes ist jedermann zum Zwecke der Erholung jederzeit, zumindest in Baden-Württemberg, gestattet. Und dieses Recht lässt sich nicht so einfach durch das Aufstellen eines simplen Schildes einschränken. Dass man doch ein solches Schild aufstellt, ist entweder Nötigung oder geht zumindest in diese Richtung und hat so ein bisschen den Touch davon. Und außerdem ist es schlicht und ergreifend nicht rechtmäßig, weil es geht nicht. So, dann nächste Sache, man hat mir unterstellt, ich sei doch ohnehin nur jemand, also zumindest habe ich das so aufgefasst, es mag sein, dass die andere Seite das anders aufgefasst hat, aber ich kann natürlich nur meine Auffassung wiedergeben, und grundsätzlich bei solchen Streitereien ist es selbstverständlich so, das stand ein paar Mal in den Kommentaren beim Originalvideo, ich mache heute hier mal die Merkel übrigens, stand da in den Kommentaren häufiger, dass man selbstverständlich auch die zweite Seite hören muss, und das ist absolut richtig, und grundsätzlich bin ich auch ein eher ruhiger und ausgeglichener Mensch meistens und bin grundsätzlich auch genau dieser Meinung, dass man die zweite Seite hören muss, und in diesem Fall war es das ist natürlich, das Leben ist gemein, ja, die eine Seite ist halt dieser Platzwart, die andere Seite bin halt ich, dummerweise habe ich ein bisschen mehr Reichweite als der Platzwart. Es sei denn, er ist heimlich der Leadsänger von irgendeiner Rockband, die Stadien füllt. Und das weiß ich nicht. In dem Fall gut. Jedenfalls ist das schon so ein bisschen unfair. Aber jetzt kann man sagen, gut, dann könntest du ja nie dich über irgendwas beschweren, wenn dieses irgendwas weniger Reichweite hat als man selber. Es ist vielleicht auch ein bisschen der bösen Welt des Internets geschuldet, dass dann jemand, der, und das ist mir jetzt gerade wieder so ein bisschen klar geworden, so gewisse Anzeichen dieses schrecklichen Wortes Influencer in sich vereint, mit seiner Meinung einfach mehr gehört wird, als jemand, der eben nicht dieses schreckliche Wort Influencer irgendwie mit sich herumschleppen muss. So, ja, aber ich will auch gar nicht mehr auf die Sachgeschichte eingehen. Ich stehe zu meiner zentralen Aussage, dass ich zumindest, wenn sich da nicht etwas Dramatisches in Sachen Betreuung des Camps ändert, das Camp Gutelbach bestimmt nicht empfehlen kann, und warne nach wie vor dringend davor, bei der momentanen Sachlage das Camp Gutelbach zu besuchen. Wenn das Camp an sich auch an einer schönen Stelle gelegen ist, ein wirklich hübscher Wald, ein schöner Bach da fließt, sogar zwei, alles tippitoppi im Grunde, auch das war am Camp selbst alles in Ordnung gewesen ist, ja, und natürlich ist der Schwarzwald toll, so, das ist auch Eigenwerbung, gut, und jetzt, aber, warum habe ich also jetzt für mich entschieden, dass ich das Video lieber offline nehme, beziehungsweise auf privat stelle, erstens,
Es gab viele Kommentare, zu viele für mich, um sie sicher alle sichten, in kurzer Zeit sichten und verwalten und managen und moderieren zu können. Und deshalb konnte ich mir nicht sicher sein, ob ich wirklich alle potenziell zur Gewalt am Campbetreuer auffordernden Kommentare gelöscht habe. So. Ich hoffe, ich habe es und das wäre mir auch wirklich ein Anliegen, dass ich das habe, weil das will ich jetzt nun nicht. Ja, also ich habe auch hin und wieder mal gewalttätige Gedanken. Bei mir versuche ich aber sehr, diese auf die Gedanken auch wirklich zu beschränken. Und falls ich sie mal ausspreche, dann bitte nur im engsten Freundes- und Familie- und so weiter und so fort Kreis, wo jeder hoffentlich weiß, dass ich das nicht durchsetzen werde, was ich hier gerade gedroht habe. Weil auch ich reg mich manchmal auf. So, der ein oder andere Geschlechtsgenosse wird das hoffentlich nachvollziehen können. Gut, jedenfalls, das wollte ich nicht weiter riskieren, dass dann noch mir Kommentare durch die Lappen gehen, die eben zur Gewaltanwendung auffordern und sowas möchte ich unter meinem Kanal einfach nicht haben und ich lösche das dann sehr gerne und bin im Übrigen auch wahrscheinlich, geht jetzt zu weit, rechtlich dazu verpflichtet, sowas auch zu tun und auch ethisch-moralisch einfach. So, dann, es gab auch einen Haufen Kommentare, dass diese Meinung dürft ihr zwar haben, aber ich tue mich wirklich schwer, wenn hinterher mein Video schuld ist, dass diese Meinung mehr Stoff bekommt, ja, und mehr Verbreitung erhält. Aber natürlich dürft ihr die haben, ich will euch das gar nicht absprechen, aber ich möchte nicht daran beteiligt sein, dass viele Leute jetzt denken, es sei eine schlechte Idee, ein Trekkingcamp zu buchen. Trekkingcamps sind was Wunderbares, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Einrichtung und ich kann die nur wärmstens empfehlen, in 99,99% der Fälle sind die Aufenthalte, die man da so verbringt. Und ich war jetzt aber auch ehrlich gesagt noch nicht so oft auf so einem Trekkingcamp, weil ich halt eben aufgrund meiner Hintergründe auch in der Lage bin, auch legal mal ohne entsprechendes Trekkingcamp oder sonst wie irgendwo im Wald zu pennen. Ja, man kennt da halt eben entsprechend seine Leutchen, die einem dann sowas erlauben, auf einem kurzen Dienstweg und so weiter. Ja? Deswegen, ich bin auf die Dinger eigentlich nicht angewiesen, finde aber, dass sie auch für mich wesentliche Vorteile bringen. Erstens, ein Klo, das ist ganz nett. Ja, das ist nicht unbedingt, aber das ist ganz nett. Zweitens, eine richtig gute Feuerstelle, wo man auch mal ein bisschen sorgloser mit dem Thema Feuer umgehen kann. Also ein bisschen, so viel mehr als so viel. Weil bei einem wilden Feuer, selbst wenn man es machen darf, will man ja trotzdem nicht, dass viele Leute das mitbekommen und dann da Mordsaufstand und Geschrei und so weiter und so fort deswegen gemacht wird und notfalls, schlimmstenfalls sogar die Feuerwehr ausrücken muss für ein tatsächlich auch genehmigtes, aber im ersten Moment halt erstmal nicht erwartetes Feuer, sage ich jetzt einfach mal. Und bei dieser Gelegenheit, da kann man wirklich ein bisschen sorgloser, nicht im Sinne von weniger drauf aufpassen, sondern im Sinne von, welche Konsequenzen könnte das jetzt eventuell alles nach sich ziehen, rechtlicher, logistischer und so weiter und so fort Art. Ja, in der Hinsicht ein bisschen sorgloser. Ja, ich hoffe, das ist klar. Nicht, dass man weniger aufs Feuer aufpassen, dass wir auf Feuer immer aufpassen, Feuer nie unbeaufsichtigt lassen, das ist selbstverständlich klar und das propagiere ich hier jetzt schon seit Ewigkeiten, seit ich den Kanal habe. Feuerregel Nummer 1, Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen, Punkt. Dann gibt es noch diverse andere Feuerregeln. So, ja, also, das ist so die eine Sache, die ich an diesen Camps cool finde. Dann die andere Sache, ich kann da zelten. Ich will nicht so oft im Wald zelten, weil da das Kondenswasserproblem besteht. Selbst mit einem sehr teuren High-End-Zelt besteht immer das Kondenswasserproblem. Deshalb schlafe ich grundsätzlich im Wald eigentlich lieber unter einem Tarp. Da habe ich kein Kondenswasserproblem. Aber manchmal habe ich auch Bock zu zelten. Gerade wenn man zu zweit ist und sein Zelt sehr gern hat, benutzt man das hin und wieder mal ganz gerne. Und wenn ich sonst im Wald schlafe, könnte ich natürlich theoretisch auch zelten. Aber das ist eine coole Gelegenheit. Und drittes Argument, weshalb Trekkingcamps cool sind, man trifft andere Leute, die auch in der Natur übernachten wollen. Und das sind in, na sagen wir mal, 80% der Fälle sind sie sehr cool. Und in 20% der Fälle sind sie sehr zurückhaltend, still und leise und verschwinden irgendwo ganz schnell in ihrem Zelt, in ihrer Ecke und man sieht sie nicht mehr. In dem Fall sind sie aber auch nicht weiter störend. Okay, vielleicht gibt es noch irgendwo 0,1% Fälle, wo sie wirklich nicht besonders cool sind. Das kommt sicherlich auch vor und wahrscheinlich liegt diese Zahl auch noch ein bisschen höher, aber das will ich nicht wahrhaben, weil ich davon ausgehe, dass die Leute, die gerne in die Natur gehen, meistens cool sind. Ja, um das mal ganz lapidar zu formulieren. Gut. Und deswegen will ich wirklich nicht, dass irgendwie der Eindruck entsteht, Trekkingcamps seien nicht eine gute Sache. Kann man auch ohne Trekkingcamps irgendwie draußen übernachten und nimmt halt in Kauf, dass das eine rechtliche Grauzone ist? Ja, meiner Meinung nach
ja. Aber trotzdem sollte man den Leuten, die gerne Trekkingcamps verwenden wollen, weil es ihnen Rechtssicherheit gibt, weil es ihnen zusätzliche Sicherheit im Sinne von, wenn was ist, könnte man hier und da anrufen, wenn was ist, könnte man da und da den nächsten Rettungspunkt aufsuchen und so weiter und so fort. Und wenn was ist, sind dann noch möglicherweise, ziemlich wahrscheinlich, andere Leute, die einem gegebenenfalls weiterhelfen könnten. Ja? Das gibt einem also wirklich ein gewisses Maß an Sicherheit und wer das gerne hat, für den ist so ein Trekkingcamp sicherlich optimal und die anderen Gründe hatte ich ja schon genannt. Und deswegen ist es mir wirklich, wirklich nicht daran gelegen, dass Trekkingcamps per se hier irgendwie schlecht wegkommen. Lediglich dieses eine. Vor diesem einen möchte ich wirklich warnen, aufgrund der Begebenheiten, die sich dazugetragen haben. Camp Butelbach würde ich wirklich davon abraten wollen. Jedes andere Trekkingcamp, es gibt noch 5 weitere im Nordschwarzwald meines Wissens und noch 3 weitere im Südschwarzwald, jederzeit. Na, auch ich jederzeit. Ich hatte extra im Originalvideo hinten dran nochmal kurz einen kleinen Abschnitt zu Camp Kniebis, wo es wunderbar ist, wo es ganz toll ist, ganz harmonisch, alles super eingefügt, weil da ist harmonisch, alles super, alles ganz toll, da jederzeit. Ja? Also das ist wichtig, wichtig, wichtig und da möchte ich nicht diesen Eindruck erwecken. So, und dann nächster Grund, weshalb Video offline ist. Zorn verraucht schnell. Und dieses Video ist so viel geguckt worden, dieses besagte, also so über meine normalen Aufrufzahlen hinaus, dass es mir wirklich unangenehm ist, dass ich ein für meine Verhältnisse tendenziell leichte Anzeichen von Viralität aufweisendes Video ausgerechnet mit der Beschwerde über einen Trekkingplatz erreiche. Auch wenn viele Leute dabei wahrscheinlich lustig fanden, dass ich halt argumentativ, ja halt so eben dieses, ein Kommentar, der es vielleicht, ja, das weiß ich nicht, das muss jeder selber beantworten, aber ein Kommentar, den es gab, der es ganz gut beschreibt, ist vielleicht Waldlaie, der sich für Waldprofi hält, trifft auf Waldprofi, den er für Waldlaien hält und ihm den Wald näher bringen möchte oder irgendwie sowas. Sowas in diese Richtung. Ja, es ist jetzt das bedauerliche Fall, dass ich eben vom Fach bin und der Campbetreuer offensichtlich nicht und dazu hatte ich den Eindruck, oder zumindest sind wir wohl irgendwie darin übereingekommen, dass wir uns charakterlich nicht besonders gut annähern können und dementsprechend, ja, aber bei mir ist spätestens dann war ich wirklich stinkig, als der mir, ohne auch nur ansatzweise mich zu kennen und auch völlig mein äußeres Erscheinungsbild offensichtlich zu ignorieren, dass ich vielleicht eventuell ein bisschen was mit Natur zu tun habe, weil ich mir echt Mühe gebe, wie der Klischee-Förster auszusehen. Aber wie man sich den vorstellt, ein echter Förster sieht nämlich gar nicht so aus wie ich. Also viele jedenfalls nicht. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er mir unter anderem unterstellt, zumindest habe ich das so aufgefasst, er hat immer 2 Seiten der Medaille jetzt mit in Ruhe und mit etwas Abstand betrachtet, dass ich nur einmal im Jahr in den Wald gehen würde. Ja, und dabei macht es dann schon so ein bisschen Klick. Und dann ist... Also ich hoffe eigentlich schon, dass es sich um gerechten Zorn gehandelt hat. Die Konsequenz. So, und jetzt habe ich aber wirklich unterschätzt, wie weit meine Reichweite für so eine Racheaktion will ich es nicht nennen. Ja, es war mir auch mindestens zu 51% ein Anliegen, einfach darüber zu informieren, dass man da vielleicht nicht hingehen muss, damit andere Leute nach mir nicht ein ähnlich mieses Erlebnis haben und eine ähnlich blöde Situation mit einer an sich wunderbaren Situation, nämlich einer Übernachtung im Wald, entsprechend verbinden. So, das waren mindestens 51% meiner Motivation für dieses Video. Die anderen 49 sind etwas niederträchtiger Natur, wenn ich ganz ehrlich bin. Niederträchtigerer. Hoffentlich trotzdem vielleicht menschlich nachvollziehbar. Gut, jedenfalls noch was dazu kommt. Was ist der Sinn von sowas? Naja, Aufmerksamkeit zu generieren, damit die richtigen Leute entsprechend was dagegen unternehmen können, falls da dann was falsch gelaufen ist, beziehungsweise zumindest prüfen können, ob aus ihrer Sicht denn da was falsch gelaufen ist. So. Und... das passiert. Ja. Die entsprechende Stelle, die da zuständig ist, hat es gesehen, hat es zur Kenntnis genommen, hat gesagt, sie nehmen es ernst.
Das glaube ich denen. Ich kenne die ja zum Teil, also jetzt nicht in der aktuellen Personalzusammensetzung, aber ich kenne die Institution und kannte schon Leute, die da eben entsprechend gearbeitet haben und vertraue dieser Institution grundsätzlich auch. Handelt sich um den Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, um das kurz zu erwähnen. Absolut, ja, aber wo gehobelt wird, fallen Späne, da kann auch mal was schief gehen. Selbstverständlich, das wissen wir alle, davon muss man nicht weiter viel, braucht man auch nicht mal besonders viel gesunden Menschenverstand, um das zu begreifen. Ja? So, und da möchte ich einfach nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Es reicht jetzt einfach, ja. Ich bereue nichts, was ich da gesagt habe in dem anderen Video. Kann ich nicht wirklich behaupten. Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen höflicher hinsichtlich meiner Meinung bezüglich des Charakters der entsprechenden Person noch ein bisschen zurückhaltender äußern sollen. Das hätte ich auf jeden Fall tun sollen, ja. Das war zwar noch halbwegs, glaube ich, im Rahmen dessen, was noch soeben gerade als akzeptabel vielleicht gelten kann. Aber das muss nicht sein, da kann man sich schon noch ein bisschen mehr am Riemen reißen und das hätte ich tun sollen. Und diese eine Komponente, die tut mir leid. Des Weiteren, ja. Also das ist jetzt so ein Sorry, not sorry Video. Das ist ja auch so ein ganz tolles Internetphänomen, dass man sich entschuldigt. Also es tut mir leid, aber du bist schon fett geworden. Dann tut es dir nicht leid, ja, und das ist dann, du hast da kein Problem damit, jemandem so eine negative Nachricht mitzuteilen, ja, und diese Rechtfertigung, die ich hier jetzt abliefere, Gründe, weshalb das andere Video nicht mehr verfügbar ist, ist jetzt so ein bisschen in dem Stil von wegen, ja, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber grundsätzlich bin ich mit dem Inhalt schon noch einverstanden und das ist wirklich so ein typisches Internetphänomen, ne. Dass man Statements dieser Art zu sehen bekommt. Ich stelle gerade fest, dass ich da jetzt gerade voll reingedappt bin. Ich finde das eigentlich doof. Bin da jetzt voll reingedappt. Okay, ja, also, das sind so die wesentlichen Hintergründe. Thema ist also jetzt wieder gut, würde ich sagen. Ist zur Kenntnis genommen worden. Ich habe vollstes Vertrauen, dass das in irgendeiner Form irgendeine Verbesserung nach sich ziehen wird. In welcher auch immer, damit möchte ich Othello zitieren, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Aber ich bleibe jetzt trotzdem noch hocken, weil ich wollte doch schnell sagen, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse, dass das Ding online, offline bzw. privat geschaltet ist. Ich hoffe, ich erwische jetzt nicht allzu viele Leute, die sagen, ich habe das Ding ja noch gar nicht gesehen. Dann tut es mir leid. Das tut mir dann wirklich leid. Das war jetzt auch, ist auch blöd. Aber das hatte jetzt 10.000 Aufrufe innerhalb von noch nicht mal 48 Stunden. Und das ist für, Quatsch, noch nicht mal 24 Stunden. Meine Fresse. Und das ist für meine Videos viel zu schnell. Ja, viel zu schnell. Das ist zu viel Verantwortung. Ja, das möchte ich nicht. Ich wollte sowieso nie so viele Abonnenten, wie ich jetzt habe. Ich wäre gern bei so 20.000 geblieben. 20.000 war eine tolle Zahl. Also wenn ihr 10.000 Leute findet, die mich deabonnieren wollen, nein, das wäre doch auch traurig. Das wäre schon wirklich auch traurig. So, also, dann haben wir uns jetzt hoffentlich alle wieder beruhigt und haben uns hoffentlich wieder alle lieb. Und wenn wir in den Wald gehen, vertragen wir uns hoffentlich alle. Und wenn wir ein gewisses Camp auslassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns vertragen, sehr viel größer. Und das ist im Grunde auch schon die ganze Sache, Informationen, die ich vermitteln wollte. Vielleicht nicht unbedingt Camp Gutelbach, alle anderen Camps sehr gerne. Herzlichen Dank an alle, die eben auch ihre Erfahrungen bezüglich Aufenthalte in Camp Gutelbach geteilt haben. Ich denke, es ist dem Gesamtbild zuträglich gewesen, beziehungsweise der Deutlichkeit des Gesamtbildes und dabei lasse ich es jetzt wirklich bewenden. Ja? Also, nochmal vielen Dank. Sorry, dass das Statement hier jetzt auch schon wieder zu lang ist. Ihr kennt mich oder auch nicht. Wenn nicht, dann ist es immer zu lang. Und das ist normal. Und ich bereue nichts. Also zumindest das nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt kann der Mohr wirklich gehen. Ach so, und das ist natürlich in keinster Weise irgendwie rassistisch zu verstehen, sondern ein Shakespeare-Zitat. Ja. Und nein, da steckt keine versteckte Botschaft dahinter oder sonst irgendwie. Ich finde einfach nur, Othello ist ein hervorragendes Stück. Jetzt gehe ich aber wirklich.
Tschüss.